Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit einem Video für Leute, die vielleicht selten fliegen oder noch nicht geflogen sind. Wie verläuft eigentlich der Ablauf am Flughafen? Also ihr habt einen Flug gebucht, ihr kommt zum Flughafen. Ich erzähle euch in wenigen Schritten, was ihr machen könnt vor dem Check-in, nach dem Check-in und bis zum Boarding. Also bleibt dran, wir sehen uns in ein paar Sekunden. She got the perfect imperfections. I know this girl depicts a blessing. I feel the need to tell the whole world. I'm on a final run with this message. I wish to keep it going just like. Also als erstes, ihr bucht einen Flug, ihr bekommt eure Reservierung. Nachdem ihr am Flughafen angekommen seid, müsst ihr erstmal zum Check-in gehen. Am Check-in werden eure Passagierdaten erfasst, Alter, Personalausweise werden gecheckt, Reisepässe werden gecheckt und ihr bekommt eure Boardingpässe. Eine Regulierung ist, dass keiner das Flugzeug betreten kann ohne einen Pass. Für uns, wir haben eine Karte und Passagiere bekommen eine Bordkarte. Außerdem könnt ihr am Check-in euer Gepäck abgeben, also schweres Gepäck, weil die werden separat im unteren Teil des Flugzeuges verladen. Nach dem Check-in geht es dann in den Sicherheitsbereich Nummer 2. Heißt, ihr kommt näher zum Flugzeug, heißt, ihr müsst einmal gecheckt werden. Wie läuft das ab? In den meisten deutschen Flughäfen unternimmt das eine andere Firma, es macht nicht direkt die Polizei. Und zwar wird euer Gepäck einmal komplett durchleuchtet, euer Handgepäck, dass ihr keine verbotenen Materialien mitführt oder eine Waffe oder sonst noch irgendwas. Zu den Gepäckbestimmungen, die ihr jetzt als Handgepäck mitnehmen könnt, mache ich nochmal ein separates Video nächste Woche. Und ihr müsst einmal durch einen Tunnel laufen, dass euer Körper auch nochmal gecheckt wird. Nach den Sicherheitskontrollen folgt rein theoretisch der Duty-Free-Bereich. Der Duty-Free-Bereich ist einfach ein Laden oder Shopping-Center, wo ihr ohne Steuern einkaufen könnt. Aber das gilt nur auf Flügen außerhalb der EU. Rein theoretisch sind dann Zigaretten und Alkohol günstiger, weil ihr nicht die Steuern für das jeweilige Land bezahlen müsst. Der Aufenthalt am Flughafen. Rein theoretisch, vor jedem Flug sagt man, ihr müsst 2 Stunden früher da sein. Für uns Piloten ist das was ganz anderes, weil wir können durch einen ganz anderen Weg durchgehen und wir haben meistens ein Crew-Check-In und das geht viel schneller. Aber für einen normalen Passagier 2 Stunden vor Abflugszeit am Flughafen sein, ist eine gute Zeit. Wenn man dann aber schnell durch die Sicherheitskontrollen geht und man hat noch etwas Zeit oder man muss gerade umsteigen, kann man sich gerne im Flughafen umschauen und einer der vielen Shops besuchen. Außerdem bietet jeder Flughafen Lounges an. Es gibt Lounges für 25 Euro, wo man sich hinsetzen kann, sich ausruhen kann. Es gibt kostenlos was zu essen, einen Kaffee oder man guckt nochmal Fernsehen. 30 Minuten vor Abflug sollte man sich dann am Gate einfinden, weil dann beginnt das Boarding. Das Boarding bezeichnen wir als Einsteigen ins Flugzeug. Also eine Gate-Nummer, ein Ausgang, wo sich das jeweilige Flugzeug befindet. Also 30 Minuten vorher müsst ihr euch an diesem Ausgang einfinden, damit ihr dann ins Flugzeug einsteigen könnt. Es gibt 2 verschiedene Positionen, wo das Flugzeug stehen kann. Es gibt die Position direkt am Terminal, wo ihr über einen Finger, eine Airbridge, direkt ins Flugzeug einsteigen könnt. Oder wenn es eine Outside Parking Position hat, also eine Position außerhalb vom Terminal hat, müsst ihr durch den Ausgang durchgehen, dann werdet ihr in einen Bus geleitet und ihr kommt dann ins Flugzeug. Beim Einsteigen ins Flugzeug ist es wichtig, dass man sich nur auf gekennzeichneten Wegen bewegt und nicht einfach mal denkt, oh, da kommt gerade ein Flugzeug, ich gehe mal näher ran, weil dann gibt es ein besseres Foto. Das ist lebensgefährlich, weil die Triebwerke haben eine riesen Saugkraft und es ist strengstens verboten, den gekennzeichneten Weg zu verlassen. Also bleibt da sehr wachsam und wenn ihr ein Foto machen wollt, dann stellt euch lieber in eine sichere Distanz hin und macht ein Foto vor aus der Ferne. Das war ein sehr kurzes Video, nur zur Erklärung,
Wie läuft das eigentlich ab am Flughafen? Ganz kurz in 5 Minuten. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann helft mir damit. Abonniert mich, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche dann mit den Gepäckbestimmungen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. She got the perfect imperfections. I know this girl that picks a blessing. I feel the need to tell the whole world, 'cause I know some girls who missed the message. I wish to keep it going just us. I wish these nosy hoes were just us. I got dreams to share just with you. You and I got that golden touch. You got like the perfect flaws. You look like you deserve it all. I can see that.